Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Metro 2033. Da hatten die aber Hunger, die Skorpione. Immer sind Dosen, laufen wir mal nicht durch. Ein Mensch? Aber wie? Komm her, schnell! Man sieht selten einen Menschen in diesen Tunnels. Sprich mit dem Hauptmann. Wir stecken hier tief in der Scheiße durch. Und du jetzt auch. Ich weiß nicht, was du hier draußen machst, aber ein weiterer Schütze ist immer willkommen. Der Weg zur Station ist gesperrt, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Mach dich kampfbereit. Nimm alle übrige Munition aus dem Lager. Du bist jetzt einer von uns. Wir nennen unseren Trupp Kinder des Untergrunds. Freunde, wir müssen den Feind ein paar weitere Minuten aufhalten. Ich will nicht lügen. Dies wird kein schöner Kampf. Aber denkt an unsere Lieben in der Station. Jede Bestie, die unsere Linie durchbricht, wird ihnen keine Gnade zeigen. Also, entsichern und laden. Zeigen wir diesen Freaks, wie echte Menschen kämpfen. Hört! Da kommt schon wieder dieser komische Nebel. Aufstehen! Alle in Ordnung? Ivan! Wir haben Verluste! Ihr Schweine habt Ivan getötet. Alter, wie viele noch? Wir müssen doch mal bald die Wellen hinter uns haben.
Okay. Was war das jetzt eben? Es sind zu viele Mutanten durchgekommen. Bolis muss gewarnt werden, aber meine Tage sind gezählt, wie du sehen kannst. Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Gehe zu unserer Funkstation, kontaktiere Bolis und sende die Notmeldung, die ich vorbereitet habe. Viel Glück, Bruder. Warum war keiner hier an dem Ding? Da hätten wir doch alle aufhalten können. Kann ich den Wagen nehmen? Bitte, bitte. Nein, wieder zu Fuß. Okay. Also nur noch meine Schrotflinte und ich. Haben wir noch was? Ist der gerade an mir vorbeigesprungen? Scheiße. Bin ich denn da jetzt reingefallen? Gut, ich muss auf die Löcher aufpassen. Fort. Batterie ist geladen. Die Schüsse hält das Vieh denn aus? Ist auch kein Durchkommen.
Wie sie alle hier Munition rumliegen haben. Schöne Musik. Weiter links rum. Nein, diesmal in kein Loch fallen. Frage ich mich auch, warum ich die Munition hier vom Boden nicht aufkratzen kann. Ja gut, kann ich verstehen, dass du hier nicht atmen kannst. Sind es denn hier noch? Hab ich bald alle? Der hat aber eben komische Zuckungen. Ja, hau ab! Auch zu. Geh in das Loch, wo du herkommst. Durchs Feuer. Ja. Alter, nein. Die sind ja fast noch nerviger als die Großen.
Onkel, komm schon, steh auf. Wir werden gefressen. Bitte, wach auf. Warum schläfst du noch? Lass uns zu Mama gehen. Du hast gesagt, du bringst mich zu Mama. Du hast es versprochen. Hau ab, lass mich in Ruhe. Mama hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Bitte, Onkel, bist du verletzt? Sag etwas. Er wacht nicht auf. Ich glaube, er ist tot. Er ist tot, oder? Wie komme ich jetzt nach Hause? Du nimmst mich mit? Ich kenne dich gar nicht. Aber wenn nicht, werde ich wohl von den Monstern gefressen. Du hast eine Waffe? Okay, dann sollte ich wohl mit dir gehen. Du kannst Monster erschießen, oder? Okay, mein Name ist Sascha. Du schießt und ich gebe dir Rückendeckung. Ich hasse es, meinen Onkel hier zu lassen. Ich habe meinen Onkel besucht. Er wollte mich nach Hause bringen, als die Monster kamen. Sie sprangen. Und da hockt er mir auf der Schulter, oder wo ist denn der Typ? Dann hat ihn ein großer Nosalis ins Genick gebissen. Aber Onkel ist wirklich stark. Er hat ihn mit dem Messer getötet. Du siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ja, die Bewegungen sind ziemlich träge jetzt. Beide gefressen. Brauche ich die Maske eigentlich noch? Ja, wenn der Junge hier ohne rumläuft, dann brauche ich auch keine. Da! Ah. Ah. Gut. Leuchte auf den Boden. Jetzt habe ich mich und den Kleinen umgebracht. Ja, das Ding ist Max. Da. Auf den Boden leuchten. Nicht reinpurzeln. Was war das? Alter! Ich sehe gerade wieder gar nichts. Schnell weg hier. Boah, da geht's nicht weiter, also müssen wir hier durch. Immer noch verschlossen, okay. Ich habe auch eine Waffe. Sie ist an einem sicheren Ort, bis ich alt genug zum Schießen bin. Aber du kannst sie dir leihen, wenn deine kaputt geht. Brauchst du mir zu sagen, ich bin heute schon dreimal reingefallen. Keine Granaten werfen. Mama sagt, die Decke ist schwach und könnte einstürzen.
aufpassen! Da ist noch einer! Hey, aufpassen! Ich glaube, ich müsste hier von dem Spawnpunkt weg. Da. Ich bin, glaube ich, direkt dann zum Spawnpunkt von den Viechern. Gut, Gesundheit ist regeneriert. Hey, was ist das? Sieht aus wie ein Draht. Also da würde ich ungern runtergehen. Verlassen wir wirklich die Station? Cool. Ich war noch nie in den Tunnels. Mama sagt, dort ist es unheimlich und Kinder verschwinden. Mama sagt, wenn Kinder zu weit in die Tunnels gehen, fangen die Mutanten sie und fressen ihre Gehirne. Und dann werden die Kinder auch Mutanten und jagen andere Kinder. Ist das wahr? Schönes Echo hier drin. Wow, was ist das da oben? Moment, Onkel hat mir mal ein Bild gezeigt. Der Himmel, das ist der Himmel, oder? Wie eine bemalte Decke. Ich werde berühmt. Ich habe den Himmel gesehen. Meinst du, wir können ganz bis zum Himmel hochklettern? Scheiße, falsches Ding. Ja, falscher Knopf, ich wollte V drücken. Dann werden die Kinder auch andere Kinder. Ist das wahr? Wow. Was ist das da oben? Moment, Onkel hat mir mal ein Bild gezeigt. Der Himmel. Das ist der Himmel, oder? Wie eine bemalte Decke. Ich werde berühmt. Ich habe den Himmel gesehen. Meinst du, wir können ganz bis zum Himmel hochklettern? Moment, so hoch wollte ich doch gar nicht wirklich. Lass mich nicht fallen. Schafft das nicht drüber, also müssen wir doch hier außen. Mama, das ist meine Mama. Gehen wir, sie sucht nach mir. Lass mich gehen, lass mich zu ihr gehen. Mann, hab
haben zu ihm an, wie viel der Junge bedeutet. Sein Vater ist uns bist du okay? Und wenn sein Aber Sohn wo ist dein Onkel? Wäre, wie bist du hierher gekommen? Onkel ist tot, Mama. Aber dieser Mann hat dich getragen. Auf seinen Schultern. Ah, auf den Schultern, bitte. Ich habe ihm geholfen, die Monster abzuschießen. Mama! Oh Gott, armer Seryosha. Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Das kann ich nicht wieder gut machen. Aber nehmen Sie diese Patronen, wenigstens etwas. Ja, ich hab's doch gern gemacht. In Ordnung, gehen wir. Die schwarze Station ist nicht weit von hier, aber der Tunnel führt in die andere Richtung. Sie müssen an die Oberfläche. Seien Sie vorsichtig. Neue Monster sind hier aufgetaucht. Faschisten. Sie haben in den zerstörten Gebäuden draußen einen Posten errichtet. Auf dem Platz finden Sie eine U-Bahn-Kreuzung, die zur schwarzen Station führt. Die Jungs werden Sie rauslassen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Ranger. Patronentausch! Sie müssen aber bis 5 zählen können. Also die brauche ich nicht. Und wo ist Ihre Moon? Meine ist hier. Dieses Kaliber haben Sie nicht. Und wo ist Ihre Moon? Meine ist hier. Gern geschehen. Sonderangebote, Rabatte. Beste Waffen von den Schmiedemeistern. Ja, die könnte ich verkaufen. 22. Ich finde zu schnell wieder eine. Kommen Sie durch. Richtig, ich darf einfach so durch. Kalter Zug. Gut, das war's dann wieder mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.